Jetzt sollte es eigentlich lagfrei sein. Bitte, bitte sei lagfrei. Ja, guck mal, wie schön flüssig das läuft. Oh, hey, ein Verwandlungskrug. Ja, großartig. Also, wir hatten noch nicht mal einen Zug, aber ich gehe schon los hier mit Verwandlungskrügen und so. Ach Gott, die haben ein Opferdeck. Das ist ja voll fies, dem Gegner ein Tributdeck zu geben, wenn unser Ally-Kollege hier Near World spielt. Flammenherrscher. Seriously, der hätte nur eine Tomate gekillt. Der hatte nur 1,5. Du hast dafür die Spiegelkraft verschwendet? Boah, warum muss ich mit einer Kay zusammenspielen? Oh, das wird die Hölle. Ich will ein Burner-Deck. Das ist das einzig ordentliche, was man machen kann in Tactuel. Einfach zwei Burner-Decks kriegen. Ja, ich würde sagen, wir opfern einfach mal unsere befreundete Tomate hier für einen Yinz-O. Haben wir ein finsternes Monster? Keine Ahnung. Wir haben einen Seelenschnitter, mindestens. Ich glaube, außer Seelenschnitter wahrscheinlich nichts, aber das machen wir jetzt trotzdem lustigerweise mal. Oder wir können einfach Neoraum Pathfinder holen. Nah. Na ja, doch, machen wir. Wahrscheinlich besser als statt einen Seelenschnitter wahrscheinlich aus dem Deck zu beschwören oder so. Okay. Soweit, so gut. Dann, Jinzo, Attacke, hau den Kerl da mal um. Fuck, bumm. Oh mein Gott, das Zeug geht so schnell, ich kann ihn gar nicht mehr verfolgen. Jesus. Flammenherrscher ist schon tot. Okay, New Weltraum, Pathfinder, Attacke. 1800 Punkte Schaden. Sehr schön. Endface. Puh, Jesus. Krieg ich ja ADHS. Okay. Können wir unseren Hyperhammer-Kopf nicht verwenden, weil unser Ally ist da dran. Oh Gott, der wird unseren Jinzo irgendwie vernichten. Ich sehe jetzt schon. Irgendwie schafft es, unseren Jinzo zu zerstören. Spielt in Avanias. Ja, schön. Seepferdkaiser mit Jinzo attackiert. Mhm, ist nett. Direkt Angriff mit Neoraum Pathfinder. Direkt Angriff mit den Avanias. Ich bin ja froh, dass er nicht Jinzo und Pathfinder für Friggin' Neos geopfert hat. Ich hätte es der Kay ja fast zugetraut. Ja, Camel, genau das. Genau das. Jo, ja, das sieht aber ganz gut aus. Dann haben wir doch mal hier einen Hyperhammerkopf mit raus. Ja. Und attackieren, was auch immer da liegt, einfach mit Hyperhammerkopf. Ich hätte ihn swappen sollen. Ich habe nur überlegt, ihn zu swappen. Aber das müsste auch so passen. Fast egal, was er beschwört. Noch ein Musketer-Treffer, ja. Yeah. Ach, die darf man in Verteidigung beschwören, die Drecksviecher. Ugh. Die maskierten Drachen sind nicht dazu gezwungen, den Angriff zu beschwören. Warum? Es ist so eine nervig stallende Geschichte wieder. Hätten wir einfach Creature swapped, dann hätten wir uns das alles sparen können. Okay, Köderdrache geht aber in Angriff. Hat er denn was zum Ködern? Tyrant Dragon zum Ködern. Komm schon, das ist doch nicht möglich. Weg damit. Jetzt hat er sie ernsthaft outgestallt. Ich hätte Creature Swap einfach aktivieren sollen. Das wäre die sichere Variante gewesen, aber nein. Ich habe mir gedacht, das kann ja keinen großen Unterschied machen. Wir haben ja einen Hyperhammerkopf. Und dann kommt so weit dabei rum. Jetzt hat er ja nix. Der hatte nur wieder eins seiner blöden Opfermonster. Und das war's jetzt. Grove. Du gewinnst! Oh, sagt unser Ally dazu. Es ging überraschend sauber her, zugegebenermaßen. Es wurden keine Neos zu beschwören für unsere Monster. Und hast du dein Gefühl für Tagduelle bekommen? Um die feinen Unterschiede zu verstehen, duelliere so oft du kannst. Oh, richtig. Ich habe einen wirklich wichtigen Punkt vergessen. Duellanten, die du zu wiederholten Malen gegen dich duelliert haben, können deine Tag-Duell-Partner werden. Aber du kannst nicht den Tag-Partner des Gegners aussuchen. Du kannst in den Optionen bestimmen, welcher Partner zu dir passt. Dann konstruiere dein Deck und behalte im Kopf, wer dein Partner ist. So, das hat Spaß gemacht, oder? Jetzt geh und zeige der Welt, was du drauf hast! Denn der Framerate, die lässt plötzlich alles sauber erscheinen. Speichern? Ja, bitte. Wir haben jetzt einiges getan und konnten zwischendurch nicht speichern, zumindest in-game nicht. Ja, Daten gespeichert. Um das Spiel zu beenden, schaltet jetzt den Strom aus. Eine neue Duel.
Dual Landen des Cats E ist nun auswählbar. Außerdem ist dann... Oh, und eine neue Bekleidung ist nun auswählbar. Schön, schön. Und ein neuer Gegner ist nun im CPU-Duell auswählbar. Und ein neues Pack ist nun im Geschäft auswählbar. Also alles. Hier ist außerdem Party. Renge steht da so ein bisschen alleine. Ansonsten haben wir hier Tag Teams. War das mit der Kiste da? Es ist eine Schatzkiste vor dir. Ja, natürlich. Die Schatzkiste ist leer. Oh, hey, es ist Goemon. Und Ninja Lady Yai. Was ist mit dir, Renge? Ey, ey! Entschuldige, kannst du mir kurz helfen? Hey, hey, hey! Du bist genau in die Falle getappt! Sage Hallo zu meinen Brüdern! Du wirst gegen uns duellieren, wenn wir gewinnen! Gib uns die Karte Finstere Welt als Belohnung! Haben wir die überhaupt? Kaki. Haben wir die Karte Finstere Welt als Belohnung? Zauberkarte, oder? Das ist zu niedrig. F. Frr. Das ist schon zu weit. Haben wir nicht, oder? Finstere Kammer. Wir haben keine finstere Welt. Haben wir nicht. Du bist weggerannt. Spielfeldzauber. Ja, haben wir offensichtlich nicht. Was heißt hier, du bist weggerannt? Wir haben die Karte nicht. Was eine Falle. Ey, kannst du mal rüberkommen? Vor allen Dingen, wir sind einfach weggegangen. Also, okay. Weirdos. Ja, wir bewegen uns mal ganz kurz hier raus. Oh, schön, wie das hier plötzlich aussieht. Erstmal haben wir jetzt einen Tag extra Tab hier oben und können jetzt in vier Welten, das sieht schon ein bisschen besser aus. Ich will auf jeden Fall den Idioten dann nicht mehr als Tagpartner haben in der Zukunft. Wir müssen uns dringend einen neuen holen. Wir schauen allerdings vorher mal eben schnell ins Kartenerhaltefenster hier rein. Was haben wir denn Neues gekriegt? Wir können jetzt Tempel des Königs und Zerstörung und Wiedergeburt kaufen. Außerdem haben wir Structure Decks freigeschaltet. Wir können die Structure Decks kaufen. Die jetzt wahrscheinlich nicht so geil sind, aber wir kaufen erstmal hier ein paar Packs. Jo, kaufen wir mal hier für 1500 Punkte Zerstörung und Wiedergeburt. Waffen für Drachen. Da sind auf jeden Fall finstere Weltkarten. Wahrscheinlich ist hier auch dieser Feldzauber drin, den die haben wollen. Schweigsamer Schwertkämpfer. Kobold der Tosen und Flammen. Hero Blitz. Roter Jäger Finsterdrache. Vampire Genesis. Ja, für bewaffnete Drachendecks ist das hier natürlich schön, was wir alles alles haben. Sieht jemand die finstere Welt? Ich glaube nicht, ne? Abgestiegen. Was ist Typhoon? Wo ist Annäherung? Ne, ganz finstere Welt. Kaufen wir noch ein paar Tempel des Königs. Jap, jap. Schwere Unterstützungsmech. Gigantes. Gigantes ist super für Erddecks. Geist des Pharao. Ryokoki. Ach, wir haben endlich einen Ryokoki für die Schildkrönen. Oh, Topf der Trägheit. Nice. Und Sasuke Samurai Nummer 4 ist auch ganz nett oder kann ganz nett sein. Sarkophage. Ach, die Feuchtigkeitskreatur. Eigentlich nur gut in Königreich der Illusionen. Da ist es sogar eine ziemlich mega gute, ein ziemlich mega gutes Monster. Hier nicht ganz so sehr. Joa. Gigant ist eine ganz nette Sache vor allen Dingen. Und Topf der Träger sollten wir uns ernsthaft überlegen. Dann geben wir die restlichen Punkte mal noch für Zerstörung und Wiedergeburt aus. Gegebenenfalls kriegen wir die Karte, die Renge haben will. Und seine Brüders. Eine Rivalen taucht auf! Nein, ich sehe nichts Finsterwältiges. Jetzt. Der König ist da, hallo König. Ja, endlich wieder Pack-Openings, aber unsere Punkte sind leider gerade ausgegeben, du. Jo, wir speichern nochmal eben schnell und dann gehen wir mal eben in den World-Modus rüber. Ich würde sagen, dann können wir nämlich mal wieder eine Textnachricht ändern, denn jetzt sind wir ja auch in den Tag-Duellen. CPU-Tag-Duelle wurden zu freien Duellen hinzugefügt. Ich denke, hier haben wir jetzt einiges zu tun. Also, editiere festgelegten Text.
Wir haben am letzten Mal Tech-Duell Sieg abgestimmt. Jetzt ist es, was sagen wir bei Tech-Duell Niederlagen, die sicherlich häufiger mal vorkommen werden, weil es sind Tech-Duelle. Entschuldige, mein Training war unzureichend. Ey, warum haben wir verloren? Streng dich mehr an. Oh oh, ich muss weinen. Huch, was? Das erklärst du mir besser. Sei nicht deprimiert, ich werde nie verlieren. Auch ich trage Verantwortung an der Niederlage. Kopf hoch. Man gewinnt, man verliert. Das war deine Schuld. Nimm die Schande hin. Wir haben verloren. Unglaublich. Ah, es war meine Schuld. Es tut mir so leid. Ich war ein hoffnungsloser Partner. Jetzt hast du Probleme. Bereite dich vor. Wenn du so weitermachst, gehe ich nach Hause. Ah, nicht nochmal nachlassen, Alter. Wir haben verloren. Das tut mir leid, Champ. Kommunikationsfehler. Buhu, fett verloren. Noch eine Chance, lass mich nicht nochmal im Stich. Uff, keine Spezialbehandlung mehr für dich. All unsere Pläne waren für gar nichts gut. Egal wie stark sie sind, sie können immer verlieren. Nein, nein! Halt den Kopf über Wasser, du bist nicht allein. Du hast wohl keinen Respekt vor deinem Tagpartner. Das Leben ist zu kurz, um dich als Partner zu haben. Fies. Kerle wie du sind es nicht wert, mein Partner zu sein. Uff, ich werde mich in die Nacht zurückziehen. Ich dachte, du würdest mich unterstützen. Es war ein Fehler, sich mit so einem Lakai einzulassen. Zehn Sprüche. Bereite dich auf meine Rache vor. Das war deine Schuld, Wurm. Zurück zum Training in die Berge, los. Mich fehlt es, alleine zu duellieren. Das ist immer wahr. Ich habe mich wohl einer Illusion hingegeben. Ist das alles, was du mit mir teilen konntest? Ah, sieht aus, als wären wir auf Wellenlängen. Niederlage? Ich roste wohl ein. Das Licht des Tagesanbruchs ist weit entfernt. Irgendwie hätte ich mehr von dir erwartet. Entschuldige, ich habe mich geirrt. Mache dir nichts draus. Wir hatten einfach Pech. Dafür kriegen wir wohl beide eine 6. Geteiltes Leid ist immer noch Leid. Jesus. Oh, ich wusste, ich würde dir im Weg sein. Lass dich nicht unterkriegen. Ist ja nicht deine Schuld. Wir haben verloren. Naja, aus Fehlern lernt man. Was? Und? Wir haben verloren. Ich dachte, wir hätten sie. Okay, das war gar nicht lang. Was haben wir denn an Votings bisher? Einer für Lakai. Leben ist zu kurz. War meine Schuld. Leben ist zu kurz. Wir haben nur eine Sache mit 2 Votings, dann ist das Leben wohl zu kurz. Wo ist es denn? Das Leben ist zu kurz, um dich als Partner zu haben. Das ist schon hart. Die ist fies. Ja, hier können wir jetzt unsere Tag-Einstellung ändern, aber ich weiß gar nicht. Haben wir schon andere Partner zur Auswahl? Ne, haben wir noch gar nicht. Ah, wie war das? Mussten wir Leute 10-mal duellieren, damit wir die als Tag-Partner einstellen können? War das so? Ändere Tag-Team-Namen momentan. Weiß ich nicht. Seid ihr eh noch hinfällig? Nimm Chess als Partner. Ja, genau. Genau. Okay, vor allen Dingen haben wir jetzt die Tag-Duelle freigeschaltet, wo wir auch ganz viele neue Gegner haben. Marshmallow und Geister-Sensenmann, die sich gefährliches Paar nennen, in Wirklichkeit aber heißen sollten, wir gehen dir auf den Sack, bis du keine Lust mehr hast zu spielen und einfach selber aufgibst. Matratzer, der Zapper und bewaffnete Samurai und amazonische Tiger-Dame mit amazonischen Kettenmeisterin. Ja, die bessere Frage ist eigentlich, wen wollen wir denn als Tech-Partner haben? Und haben wir schon jemanden, den wir als Tech-Partner haben wollen? Wir haben außerdem Axel Brody freigeschaltet. Solange dein Tech-Partner nicht Fluch des Vampirs, ist mir alles recht. Wir hatten bis jetzt keinen mit einem ordentlichen Burner-Deck, oder? Ich hätte ja gerne einfach jemanden mit einem ordentlichen Burner-Deck. Das beste Burner-Deck, in Anführungsstrichen, was wir bis jetzt hatten, war, glaube ich, der vulkanische Unfug. Wobei das vielleicht gar keine so schlechte Idee wäre, einfach den vulkanischen Vollpfosten hier als Tag-Partner einzustellen. Problem ist nur, dass wir ihn dafür wahrscheinlich 10-mal besiegen müssen, ne? Hatte Brody nicht ein Burner-Deck? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer Brody ist. Kann sein, dass Brody Burner-Decks spielt, wir können ihn ja mal antesten. Brody ist doch Burner. Okay, die Leute schreiben mich alle an, also ist Brody offensichtlich ein Burner-Deck. Lava-Explosion. Na, ich meine, wenn man schon Lava-Explosion heißt, ne? Schauen wir uns mal an.
eventuell Storten. Gegebenenfalls, wenn wir den ganz oft besiegen wollen und der wirklich ein Burner-Deck hat, sollten wir uns dafür ein extra Deck anpassen. Schauen wir erstmal. Ja, wo ist sie? Du darfst eröffnen. Pump, 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 pump. Ogo Vosso. Schmolze Zerstörung. Ja, kommt ein Vulkanfer. Vulkanische. Ist das nicht der gleiche Typ wie der Vulkanische, mit dem ich mich gerade duellieren wollte? Er spielt auch Vulkanik. Ah ja. Gut, also ist das gleiche in Blau, was ich jetzt gerade hier herausfordere. Ist jetzt aber ein bisschen ärgerlich. Na, dann feuerlich begraben wir mal. Was? Und Riesentrunade. Alles wieder zurück auf die Hand. Okay, go, go, Gagagigo. Jo. Dann wechseln wir den mal weg. So gut in den Donnerstag gekommen. Mein Donnerstag war saustressig heute, muss ich sagen. Ich freue mich echt aufs Wochenende. Und ich freue mich darauf, dass ich morgen keine meiner üblichen Teilnehmer da habe, sondern mich ein paar Nebenaufgaben widmen kann. Also mein Donnerstag war jetzt nicht so berauschend, muss ich sagen. Ich hoffe, es war bei dir besser dran, 50 TD. Ich weiß gar nicht, ob ich Hallo gesagt habe. Die Bierkasteneinheit wurde nicht begrüßt, hast recht. Bierkasten, ich der größte Zweifel, habe ich nicht gelesen, sorry, ich war beschäftigt. Ja, du hast leider den letzten Wächter verpasst, du. Wir sind ja in die nächste Welt rübergegangen. So, Attacke! Sag mal zur Rüstung. Naja, nicht ganz so schlimm. Man könnte auch Atticus den ukulelen Edgelord nehmen. Nein! Never, never, never. Ich mag Atticus nicht. Okay. Noch eine Verdeckte. Solange er jetzt die Spielkraft getopdeckt hat, sollte das wohl sein Ende sein, wa? So, Eri. Hat er alle so viele Sakkus im Deck? Ja, ich freue mich auf jeden Fall, sein Tag-Partner zu sein. Offensichtlich hat er ja das beste Deck der Welt. Ich habe so das Gefühl, wir sollten unser Feuerdeck nehmen, weil der geschmolzene Zerstörung spielt unseren Unsern. A, B. Ich gewonnen! Ja, ich bin der Mann. Deine Schwester hat Geburtstag heute. Herzlichen Glückwunsch an deine Schwester, schätze ich. Wie alt ist sie denn geworden? Moment, das fragt man nicht. Ich ziehe die Frage zurück. Deckaufbau. Dann gehen wir doch mal rüber auf die Raupenverbrennung. Und schmeißen einfach mal eine geschmolzene Zerstörung. Wir schmeißen einfach unsere Feldzauber raus, schätze ich. Wir helfen ihm ja genauso. Aber wir schmeißen zumindest einen Feldzauber raus und terraformen. Dafür können wir mehr Removal spielen oder so. Wir haben hier keine Riesentrinade drin. Wir tun mal die Riesentrinade mit rein, die könnte helfen. Zauberfallenzerstörung. Haben wir noch mehr Staubtornado? Wir haben überhaupt mal Staubtornado. Und dann tun wir halt hier noch. Ist auf 1 limitiert, ne? Riesentornado mit rein. Jo. Bascht. Als ich zum ersten Mal gespielt habe, habe ich die vierte Welt mit Axel als Partner gemacht. Also halbwegs zufrieden, okay. So halbwegs zufrieden. Okay, Mr. Axel. Lava-Explosion gegen Raupenverbrennung. Das ist 13, ich bin 24. Oh, das ist tatsächlich ein größerer Unterschied. Glutbeschleuniger. Wie wär's denn noch mit dem Dreifachglutbeschleuniger? Leider nicht. Schade, wäre lustig gewesen. Dann fangen wir doch mal mit dem großen Angus an. Hier ist ein Ding im Krater. Das ist auf jeden Fall eine Sakuretsu-Rüstung. Können wir jetzt nicht so viel machen.
Setzen wir mal Schrumpfen mit raus. Jo, Brandfels. Nur weil du kannst, heißt das nicht, dass du solltest. Das Thema hatten wir schon mal. Ich weiß, dass Holzkohle in Pachi in der Theorie Angriffspunkte hat. Aber Jesus, KI. Jesus. Komm, Hita. Zeige unseren Zorn auf die Idiotie der KI. Nee, go, Hita. Ah ja, nicht schlecht. Für mich auch nicht schlecht. Also, ganz ehrlich, wenn ich mir das hier schon angucke mit Inpachis im Angriffsmodus, ich weiß ehrlich nicht, ob ich den haben will. Ganz ehrlich nicht. Blutbeschleuniger. Ich kann nicht viel machen, ne? Rätherische Schwerter. Joa, dann Flammen in den Batschi. Pegasus kann ich nicht unbedingt als Partner empfehlen. Oh, ja, das wundert mich ja jetzt ungemein. Aufschlagen. Kann ich nicht mal aufhören, alle unsere Monster zu removen? Vulkanische Hülle. Kannst du ja mit einem Wasserdeck versuchen, Double Daddy. Ja, das wäre zum Beispiel vielleicht noch eine ganz nette Idee, ne? Ja komm, schrumpfen wir ihn, um 50 Angriffspunkte zu reduzieren. Oder so. Du Eumel. Okay, dann spielen wir doch erstmal das Ding im Krater. Und dann hätten wir da eine bodenlose Fallgrube. Jupp. Tick-Tack, Runde 2. Wurde zweimal gesagt, eines für ein Bier. Was? Eins für ein Bier und eins für deutsche Hilfe. Ja, okay. Schon wieder Glutbeschleuniger für ein Ding im Krater. Wenn du meinst. Gibt keine Monster, die wir spezial beschwören können momentan. In der Tat. Sonderruptionsdrache. Das ist eine schöne Sache. So ein Drache. Der Glutbeschleuniger nervt natürlich. Zack und weg. Boom! Okay, jetzt hat auch eine geschmolzene Zerstörung. Geht jetzt wieder mit Holzkohle im Pachinangus-Modus, ja? Nicht? Was? Was ist denn mit der KI los? Boah, dann holen wir mal ein ultimatives Baseball-Kind. Gut, dass hier geschmolzene Zerstörung mit draußen liegt. Denn ohne die geschmolzene Zerstörung wären wir nicht in der Lage, den mal eben umzubolzen. Das macht einen schweren Sturm, um quasi sein eigenes Ding da zu killen. Ja. Gut, das ist. Hoffen wir mal, dass er kein Monster zusätzlich hat. Hat aber noch einen Glutbeschleuniger offensichtlich in der Hinterhand, den auch aktiviert. Mein Gott. Typen nervt. Spalt. Okay, ultimatives Baseballkind. Der ultimative Schaden mit 500 Punkten. Immer noch kein Monster, der Kerl. Ich will den nicht als Tech-Partner, ganz ehrlich nicht. Also, so wie der Kerl spielt, der hat nie ein Monster! MST. Er gibt mir zwar auf den Keks, aber nie ein Monster! Boah, da kann ich das auch nicht nennen, sonst hat es jetzt keinen Schaden gemacht. Schmeißt alle seine Monster weg, ja, weil alles Glutbeschleuniger-Monster sind, die er abwirft. Wahrscheinlich hat er drei Monster im Deck, mit denen er mal eben so wirklich kämpfen kann. Das sind drei Häcksler. So, jetzt, Riesentornade.
Egal, was da liegt, kommt weg. Hita, los geht's. So, direkter Angriff, Hita. Direkter Angriff, ultimatives Batzballkind. Und den Hammer gewonnen. Und Phase 2, ultimatives Batzballkind. Aktiviere deinen Effekt und spiel mal eine Runde Kanonensoldat. Bumm. Man lernt das Niederlagen. Ich glaube, du wirst niemals lernen, mein Freund. Ja, also, nee. Leute, ernsthaft. Alle Pläne, diesen Typen jemals als Tech-Part haben zu wollen, haben sich in diesen zwei Duellen definitiv verflüssigt. Den will ich nicht. Das ist ja mal der absolute Oberloser. Gibt's irgendwen, der hier sonst in Frage kommen würde? Ich meine, ganz witzig wäre natürlich, ein 6-Samurai-Deck zu bauen und den großen Shogun Shion zu nehmen. Zugegebenermaßen, das wäre irgendwie witzig. Das 1000-Samurai-Deck. Tja. Vielleicht schalten wir ja noch wen Interessantes frei, schätze ich, was? Konosuba-Box bestellt und krieg ein Megumin-Shirt. Und ein Megumin-Shirt-Poster gekriegt? Moment, was? Megumin-Shirt. Du hast ein Poster eines Shirts gekriegt oder was? Wie muss ich das jetzt verstehen?